Hallo lieber Schütze, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven deine Liebessituation uns anschauen mit deinem Gegenüberliegenden, deiner quasi Kontrapart, ja? Das ist ja so, lieber Schütze, du hast eine weibliche und eine männliche Energie in dir. Das bedeutet, du als Frau kannst mit der männlichen Energie resonieren, aber genauso, wenn du jetzt Mann bist und zuschaust, hast du die weibliche Seite auch aktiviert, ja? Also du kannst mit beide resonieren, geht ja auch, dass du teilweise sagst, okay, ich befinde mich hier und teilweise auch dort und genauso ist es für meinen Partner. Bitte bedenke, lieber Schützelein, dass alles, was ich jetzt gerade sagen werde in das Video, quasi die Kartenlegung, die Energie, was rauskommt, kann nicht hundertprozentig mit dir resonieren. Erstens, weil es eine kollektive Legung ist und zweitens, weil immer etwas anderes dargestellt wird. Was du aber machen kannst, ist, hör dir deinen Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen an, ja? Weil die spielen auch eine sehr, sehr große Rolle. Ja, man darf nicht nur denken, dass man einen Sternzeichen ist, sondern man hat auch mehrere Energien. Ja, das ist wichtig. Okay, gut. Liebe Schütze, lass uns gar nicht mal sehr viel drumherum reden, sondern gleich starten. Ja, ich habe nämlich ganz viele Karten vor mir für dich. Um was geht es hier? Für den Monat August 2023, ja? Für meine liebe Schützelein da draußen, ja? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt für dich, lieber Schütze, im Kollektiven. Mal schauen, um was es hier geht, was uns die Orakelkarten preisgeben. Mal schauen. Travel, eine Reise. Fährst du zu deiner Liebende? Fährst du zu deinen Liebenden oder fährt ihr hier im Urlaub zusammen? Das allererste Urlaub, ja? Wer weiß, ja? Das ist eine schöne Karte. Das kann auch deuten, dass du hier irgendwie im Urlaub jemand kennenlernen könntest oder du hast diese Person im Urlaub kennengelernt, ja? Du bist schon im Urlaub gewesen, du hast diese Person, ja, kennengelernt. Das kommt immer drauf an, aber wir haben hier eine Reise, das ist immer schön, ja? Wer reist heute nicht? Also, das ist ja die Zeit, ja, in dem ganz viele Menschen reisen, ja, ganz viele Menschen gehen im Urlaub, fahren im Urlaub, das kann aber auch gut sein, du sagst, das ist mein erster Urlaub gemeinsam, wir gehen irgendwo hin, wir gehen hier auch die Familie kennenlernen, also das gibt es ja auch, ja, dass man jetzt sagt, wir sind aus dem Ausland, ja, und ich möchte gerne ihm oder ihr meine Familie vorstellen, das kann ja auch gut sein, ja, dass man quasi diesen wichtigen Schritt macht, okay? Gut, machen wir weiter. Ich gucke ab und zu mal in der Kamera rein, ob das überhaupt aufnimmt. Weil, wie gesagt, bei den letzten Sternzeichen, da sollte man aufpassen. Das ist schon vorher passiert, wegen der Speicherkarte. Okay, für dich. Ah, ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Warte mal. Für die weibliche Energie. Positiv. Das ist aber positiv. Inspiration, Gabe. Wow, das fängt schon mal sehr gut an. Also die weibliche Energie ist total, ja, in dieser Gelassenheit, in dieses Ich bin, ja, ich weiß, was ich kann. Ich habe hier einen Talent, Fähigkeiten rausgefunden von mir. Die weibliche Energie ist hier sehr inspirierend auch für andere. Also du könntest hier auch ein Mensch sein, der anderen Menschen inspiriert, ja. Das kommt immer drauf an, ja, wie so ein Vorbilder, ja. Was bist du beruflich? Kann das gut sein, dass du auch mit Energien arbeitest oder bist du jemand, der anderen Menschen beratet, ja? Also das ist wie wenn du hier etwas kannst und alle wollen das auch können, wie du das machst. Das ist deine Gabe, das ist dein Talent, du hast es in deinem Herzen. Du führst hier etwas, ja, vor den anderen Menschen. Sehr, sehr schöne Karte, sehr positiv, ja. Auch wenn du jetzt ein Mann bist, kannst du genauso mit dieser Energie resonieren, okay? Also du hast da jetzt keine Blockaden. Hier für jetzt, also für den Monat August, sieht es bei dir sehr gut aus. Es kann sich immer ändern, ja, das sage ich auch immer wieder. Denk nicht, dass die Karten für immer so bleiben, das ist Energie. Energie bleibt nie an einem Punkt stehen, sondern das muss immer fließen, ja. Das ist klar, alles bewegt sich, ja. Okay, machen wir weiter. Und zwar mit den Yin und Yang Orakelkarten. Ich werde jetzt dich, so gut es geht, beschreiben. Quasi dich als Person. Ja, da bin ich jetzt auch mal selber gespannt. Oder das kann auch gut sein, ich beschreibe deinen Gegenüberliegender. Wow, das gefällt mir. Awakening. Du erinnerst dich an deine früheren Leben. Diese Karte
kommt jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal raus. Auch bei dem Löwe kam das raus. Aber ich habe dieses Bedenken, ja, dieses, wie sagt man das? Ich denke mal, viele Menschen erinnern sich, ja, viele Menschen wachen langsam auf und sind dabei, ja, zu wissen, wer war ich. Also viele bekommen dieses Erkenntnis. Also ich selber auch. Ja. Ich träume zurzeit wirklich Filme. Das ist wie wenn ich Reihenfolge träumen würde. Ja, bitte nicht erschrecken. Mein Sohn ist zu Hause, Hund, mein Mann auch. Nur die Kleine ist nicht da. Wie gesagt, Ferien. Ja, also die Ferien sind schon angefangen. Die ersten Tage der Ferien, sage ich mal so, da sind sie auch glücklich und da sind sie auch zu Hause teilweise, ja. Nicht erschrecken. Genau, also könntest dich hier erinnern, du bist hier aufgewacht, du bist nicht mehr in dieser Maya-Illusion, ja. Das ist ja etwas Schönes, ja, weil du bist nicht mehr Teil von dieser Illusion, dass du dich nicht mehr, wie sagt man das, man kann dich nicht mehr reinlegen, ja. Du siehst die Welt so, wie sie ist. Du siehst auch das, was nicht mehr stimmt in dieser, sagen wir mal, in dieser Welt. Vieles stimmt nicht mehr, ja. Politisch, vieles, vieles, gesundheitlich, alles, alles stimmt nicht mehr, ja. Und alles wirst du auf Fragen setzen. Du wirst vielleicht auch dich selbst auf Frage setzen. Du wirst sagen, wer bin ich? Was will ich denn überhaupt hier? Ganz viele Menschen, ich finde das auch toll, lieber Schützelein, ganz viele private Legungen, Menschen, die gerade auch quasi diesen Impuls haben, wer bin ich denn? Das war die allererste Frage, die ich mir gestellt habe. Ich wollte immer wissen, wer ich bin. Für was bin ich hier? Ja, und das kann gut sein, du bist gerade auch dabei, ja, zu wissen zu wollen, wer bin ich denn? Für was bin ich hier? Was ist denn meine Lebensmission? Ja, überhaupt, wo ist mein richtiger Platz? Ja, weil viele finden diesen richtigen Platz nicht. Ja, viele sind da irgendwie auch ein bisschen durcheinander. Ja, weil irgendwie ist nie der richtige Platz irgendwo. Ja, es kommt immer drauf an, ja, wie du dich fühlst. Es gibt mal auch Phasen. Ja, oder es gibt auch mal Momente, in denen man sagt, okay, ich fühle mich zu Hause, aber noch nicht richtig angekommen. Ja, also ich habe auch diesen Impuls, ich fühle mich da zu Hause, wo meine Familie ist, ja, wo meine Kinder, wo mein Mann ist. Aber in Wirklichkeit ist es wie wenn ich nicht hundertprozentig hierher gehören würde. Ja, vielleicht bist du auch so ein Mensch, ja, der dieses, wie sagt man das, dieses Bedürfnis hat, ja, oder irgendwie den Drang hat, nicht hierher zu gehören. Wow, siehst du? Home Family. Also es ist wichtig, dass du eine Familie hast, dass du jemand hast zum Wertschätzen und dass hier jemand auch dich zum Wertschätzen hat. Also bei dem Schütze ist das fundamental, weil ich komme gleich zu dem Thema Schütze. Wenn man sehr viel liest, ja, ich habe auch sehr viel über den Schütze gelesen. Der Schütze, das ist einfach eine Energie, ja, die konstant in Bewegung ist. Die braucht immer Abwechslung, ja. Anders wie im Löwe. Löwe ist ein bisschen anders, ja, wird er auch, aber Schütze ist konstant, das ist ein Pionier, der ganze Zeit wirklich nach der Suche ist. Wie wenn nie etwas passt für den Schütze, ja. Aber was er braucht, ist eine Stabilität auch. Jemand, an dem er sagen kann, ich kehre dahin zu Hause. Ich kehre zum Beispiel zu meinen Eltern. Ich kehre zu meiner Frau. Oder ich kehre zu meinem Sohn. Ich weiß, wo ich hingehöre. Das ist diese Situation, ja, dass der Schütze hier bevorzugt, ein Zuhause zu haben. Die Familie ist hier auch Priorität. Das bedeutet nicht Schütze zu sein, ja, wenn man ein Schütze ist, dass man keine Familie hat, keine Wurzeln setzt. Natürlicherweise setzt man Wurzeln, ja, auch als Schütze, weil viele denken das, dass die Schütze keine Wurzeln setzen. Natürlicherweise, wir setzen alle Wurzeln, sonst könnten wir nicht in dieser Dimension leben, ja. Was ich hier sehe, ist auch, dass du Familie kreieren möchtest, dass du vielleicht auch mal selber Mama werden möchtest. Wenn du jetzt eine Frau bist, du bist hier schon selbstständig, du bist hier schon unabhängig von anderen, du kannst hier diese Rolle, ja, du kannst dich in diese Rolle auch sehen, du bist hier eigenständig, du bist bodenständig, du hast den Kopf auf den Schultern und genauso, wenn du ein Mann bist, also hier stimmt alles, ja, also Kompliment, lieber Schütze. Du bist hier auch inspirierend für andere Menschen. Andere Menschen könnten dich auch als ein Vorbild sehen, ja? Das ist sehr, sehr schön. Feuer. Hier kommst du wieder raus. Das ist jetzt hier deine Energie, das, was in dir drin steckt, das quasi, was dich aktiviert, ja, diese Flamme, die drin ist, das sage ich immer wieder. Also normalerweise sind Schütze in dieser höheren Ebene, ja, sehr spirituell eingestellt, ja, sehr.
Also Löwe, wollte ich gerade Leone sagen, weil es auf Italienisch so sich anhört. Widder und natürlicherweise hast du hier Schütze, ja? Das könnte gut sein, du hast aber sehr viel mit solchen Menschen zu tun, also quasi mit diesen Energien, ja? Du könntest sagen, meine Kinder sind so oder mein Partner ist in diesem Feuerelement. Also hier sehr starke Feuerelement und du könntest hier auch dein Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen haben, ja? Sehr, sehr schön. Also Kompliment wirklich an die weibliche Energie. Du bist auf dem richtigen Weg. Auch du, wenn du ein Mann bist. Ich weiß, ich habe auch Männer, die zuhören, nicht nur Frauen. Und du kannst genau dich hier befinden, ja? Dass du genauso weißt, wo dein Zuhause ist, wo deine Familie ist, wo du, auch wenn du jetzt dich nicht hundertprozentig wohlfühlst auf dieser Erde, ja, das ist ja immer das, aber trotzdem, wo deine Familie ist, ist auch dein Zuhause. Und das ist das Allerwichtigste. Mein Ort, ja, ich sage immer, da, wo ich mich zu Hause fühle, ist nicht diese Stadt, ja. Ich könnte auch mit meiner Familie, egal wohin, ziehen. Wir haben das schon mal wirklich auch mal beredet oder gesprochen darüber, ja, dass ich mal vielleicht auch irgendwo anders gerne wohnen würde. Und das würde mir nichts ausmachen, weil ich weiß, ich habe meine Familie, ja, meine Kinder und meinen Mann. Also das ist für mich mein Zuhause. Und irgendwann mal, das kann sich für jeden ändern, auch für dich oder quasi früher waren das vielleicht auch deine Eltern, das ist ja klar. In einem gewissen Alter sind es die Eltern und dann später wird es die eigene Familie, ja. Okay, da wo du dich wohlfühlst, das ist wichtig, ja? Da wo du quasi erkennst, ich bin geliebt. Ich bin geliebt und ich liebe, ja? Lieber Schützelein, sehr, sehr schön. Okay, machen wir weiter. Was haben wir hier für eine Situation? Um was geht es hier? Mi piace sentirti vicino, anche se siamo distanti. Ihr seid hier in Abstand. Also, das ist eine Fernbeziehung. Entweder hast du diese Person quasi im Chatten kennengelernt, ja, quasi Internet. Das ist immer diese Möglichkeit, die heutzutage angeboten wird. Oder tatsächlich, du kannst ihn nur durch Skype sehen, ja, was es auch immer gibt. Schützelein, wenn du mich kennst, du weißt ganz genau, ich bin deine Niete im Internet, ja. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich weiß, es gibt bestimmte Programme. Zum Beispiel, du kannst auch per WhatsApp, glaube ich, das machen. Ja, das machen wir auch mit unserer Familie, Bekannte aus unserer, ja, schöne Insel, sage ich immer, sonst kommen wir nicht dahin. Ja, und das könnte hier auch so eine Situation sein bei dir, dass du mit einer Person glücklich bist. Du hast deine bessere Hälfte gefunden. Du hast diese Person gefunden und du führst hier eine Fernbeziehung, ja? Also das könnte hier gut sein oder ihr könnt gerade nicht zusammen sein. Das kann auch gut sein, ja? Das spielt. Da bin ich jetzt schon mal leise. Wenn diese Karte rauskommt, da weiß ich ganz genau, der Schütze hat hier jemand geangelt. Wen hast du hier geangelt? Eine Person, indem du sagst, ich kann diese Person nicht ausstehen. Also ich kann diese Person nicht widerstehen. Im positiven Sinne, ja. Sobald diese Person in meiner Nähe ist, geht das nicht anders. Ich bin verrückt nach ihr, nach ihm. Diese Person gibt mir alles, dieses Gefühl, wirklich zu Hause zu sein, home. Das ist wie wenn ich durch sie oder durch ihn Stabilität erfahre. Ja, also hier stimmen, man merkt schon, hier stimmt die Qualität der Beziehung, hier stimmen die Gefühle. Man ist hier aneinander angezogen und vor allem hier die weibliche Energie, ja. Du kannst aber auch sagen, beide, ja. Das kommt immer drauf an. Also hier, wunderschöne Legung. Si fa come dico io. Oh. Und da kommt jetzt so eine Karte, ein bisschen so eine harte Karte. Entweder, liebe Schützelein, hast du hier mit jemandem zu tun gehabt, der immer dein Leben bestimmt hat, oder in der Beziehung gibt es einer, der mehr die Hosen trägt. Es kommt immer drauf an, ja. Du kannst auch sagen, Katja, ich habe mich gerade entfernt. Ich habe mich schon eine Zeit, also es ist schon eine Zeit her, an der ich mich entfernt habe von einer Person, die mich so behandelt hat. Weißt du, das ist hier so dieses Big Boss. Ja, ich sage, wie es weitergeht. Ich bin der Chef zu Hause. Ja, wer weiß, vielleicht ist es hier auch die Mutter. Vielleicht ist es ja auch der Vater. Jemand aus der Familie, der hier sozusagen l'eredine, weißt du, das in der Hand hat. Ich bestimme, was hier Sache ist, okay? Und du fühlst dich auch unterdrückt. Du fühlst eigentlich, dass du schon bereit bist, ja, alleine laufen zu können, ja, aber viele Eltern akzeptieren das nicht. Ich guck mal drunter.
Ja, ich habe das Gefühl, dass du hier aber schon eine schöne Beziehung führst. Ich sag doch, hier stimmt alles. Ich denke jetzt entweder hat es hier ein bisschen mit deiner Vergangenheit zu tun oder du hast mit einem Menschen, ja, siehst du, Stormelio Vassolo. Das könnte gut sein, du bist schon länger alleine. Du warst schon länger oder du befindest dich in einer Situation, in dem du jetzt gerade jemanden kennengelernt hast, weil ich habe das Gefühl, du bist längere Zeit auch alleine gewesen. Und das ist okay. Das hast du gut gemacht, lieber Schütze. Das steht dir. Das ist etwas für dich, ja. Allein zu sein, sich selbst zu finden, ja. Und nicht gleich in eine Beziehung zu sich überstürzen, ist nichts, ja. Also du bist hier im Rechten. Falls du Frau oder Mann bist, das spielt gar keine Rolle. Du bist wirklich am richtigen Fleck. Das machst du perfekt. Und wenn du jetzt jemanden kennengelernt hast, oder Katja, ich habe noch niemanden kennengelernt. Aber du wirst hier vielleicht auf einer Reise. Diese Reise wird dir hier etwas geben, ja? Wer weiß? Also sehr, sehr schön. Okay, gut, machen wir weiter. Und zwar mit meinem Message der Liebe. Also quasi, hier haben wir Cupido. Hier wird Cupido uns gleich beantworten. Und zwar, um was geht es hier zwischen euch zwei? Ja, was möchte dir die andere Person sagen? Das kann aber auch gut sein. Du sagst das hier selber. Ja, das sind hier deine eigenen Wörter. Mal schauen, um was es hier geht. Also auf jeden Fall eine Distanzierung. Irgendwo ist eine Distanzierung, eine Reise. Das könnte aber auch gut sein. Das starke Gefühl, was ich hier auch habe, ist, dass du alleine bist. Dass du gar keinen Partner hast. Dass du vielleicht im Visier jemand hättest. Oder du wünschst es dir. Weißt du, es gibt auch mal Momente in unser Leben, in dem wir uns sicher fühlen, in dem wir sagen, jetzt bin ich sicher, jetzt bin ich bereit für eine Partnerschaft, ja? Vielleicht warst du längere Zeit nicht bereit, okay? Vero amore, sentimenti sinceri, cambiamenti in arrivo. Du hast hier die wahre Liebe gefunden. Wow, das ist sensationale. Sehr, sehr schön. Lieber Schützelein, du wirst hier eine Person kennenlernen. Das kann gut sein. Die Karte sagt hier, Cambiamenti in arrivo, Veränderungen, die wirklich dein Leben verändern. Vielleicht ist es auch so, du ziehst um. Du ziehst dahin zu dieser Person. Du möchtest zu dieser Person ziehen, ja? Du möchtest hier etwas tun. Was mir hier aber auch gesagt wird, ist, dass zwei Menschen hier in der gleichen Höhe sind. Zwei Menschen, die dasselbe spüren, nicht nur eine Person, dass du jetzt sagst, ich liebe ihn, aber er liebt mich nicht, oder ich liebe sie und sie liebt mich nicht. Nee, es ist hier von beider Seite. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Kompliment. Resto in silenzio per riflettere, non di cerco per il momento. Guck mal. Jetzt haben wir hier so ein bisschen so eine Situation. Entweder hapert es irgendwo. Es gibt Komplikationen, wie ich ja gesagt habe. Vielleicht könnte es gut sein, dass du jemanden kennengelernt hast, der gerade wirklich in einer schweren Phase auch ist. Immer wieder bekomme ich Kommentare von euch, ja? Viele Menschen befinden sich in diesem Dreieck, ja? Ich sage immer diesem magischen Dreieck. Das ist ein magischer Dreieck. So schnell man kann, sollte man wegrennen von diesen Dreiecksgeschichten, ja? Das ist nie, das wird nie gut enden, ja? Habt Vertrauen in diese Situationen. Es ist so, du befindest dich in einer Situation mit jemandem, diese Person, diese Situation, das ist still, hier kommt nichts. Und diese Person sagt, al momento, ich kann dich nicht suchen, weil ich es mir gerade nicht erlauben kann. Das bedeutet, diese Person wird dich nicht suchen im Moment, wird sich nicht melden. Das kann sich noch ändern, ja. Natürlicherweise kann das sich ändern. Natürlich, guck, siehst du, hier kommt schon die Antwort. Diese Person denkt die ganze Zeit an dich. Aber es gibt irgendwo einen Haken. Woran merkt man das? Ganz eindeutig vorhin mit der Karte Kommando hier. Ich sage, was zu tun ist. Das ist wie wenn diese Person eine Kontrapart hätte oder Eltern, ja, die hier das Ganze nicht wollen. Ja, hier, diese Person wird wahrscheinlich nichts preisgeben, aber denkt die ganze Zeit an dich. Also wenn du jetzt dir erhoffst, dass etwas kommt, das wird dauern. Das wird dauern. Also ich habe hier das Gefühl, entweder bringst du hier die Initiative, du tust hier etwas, du gehst auf diese Person zu, oder es könnte gut sein, das geschieht erst später. Weil im Moment ist es wie still. Im Moment bewegt sich nichts. Ja,
Wahrscheinlich, weil er oder sie gerade in einer komplizierten Situation sich befindet. Ja, kompliziert bedeutet, entweder spielt hier jemand eine große Rolle oder diese Person hat hier gerade irgendwie eine Angelegenheit, die ihn stoppt, die das nicht möglich macht. Ja, das ist wie wenn diese Person gerne, gerne mit dir zusammen sein möchte. Ich sag doch, amore, vero amore, das ist wahre Liebe. Das ist hundertprozentig wahre Liebe. Aber das ist wie wenn ich diese Liebe nicht erleben kann. Wie wenn irgendetwas mich auffällt. Und diese Cambiamenti, diese Veränderungen, kann ja auch gut sein, dass sie im Positiven kommen für euch zwei. Dass ihr sagt, das geht nicht mehr so weiter. Weißt du, ich hoffe, dass dieser Mann oder diese Frau wirklich jetzt mal sich auch entscheidet. Dass diese Frau oder dieser Mann auch zu einem Schluss kommt. Das ist wichtig, ja? Weil du kannst nicht in irgendwie zwischen zwei Frauen oder zwei Männern sein, ja? Entweder du kommst mit einer zusammen, ja? Oder du sagst es dem anderen, weißt du, ich habe den Mut nicht, ich schaffe es nicht, weil so hat es gar keinen Sinn, ja? Und ich denke, diese Person ist wirklich in einer komplizierten Situation. Irgendetwas blockiert ihm oder sie, ja? Du setzt das bitte um. Ich trinke ganz kurz meinen Kaffee, der ist noch schön warm. Okay, super. Machen wir weiter mit den Tarotkarten. Für dich, lieber Schütze, schon mal eine Karte runtergefallen, eine große Arkane, Kompliment. Ich sage immer Kompliment, ja. Hier hast du eine Person kennengelernt. Du hast hier eine wichtige Person kennengelernt, eine sehr, sehr wichtige. Ja. Diese Person hat ihr wirklich, das ist wie wenn hier jetzt diese Situation kommt, indem man hier, ich möchte diese Situation verlassen, aber es fällt mir schwer. Also diese Situation ist folgendes. Diese Person möchte hier auf dich zutreffen. Glaub mir, also das ist, ich merke hier, lieber Schütze, dass es ihm oder ihr sehr schwer fällt, aber er möchte hier zu dir kommen. Die einzigste, ja, Situation, die das verhindern könnte, ist entweder hat diese Person ein Problem, der er oder sie gerade nicht bewältigen kann, ja, oder tatsächlich, das fällt ihm schwer, die Situation zu verlassen. Aber es gibt nichts anderes. Wenn er jetzt glücklich sein möchte mit dir, sollte er mit der anderen abschließen, mit der anderen Situation. Ich weiß, es ist schwer. Es ist schwer, sich von einem Ufer zu entfernen, weil ach, der Kelch ist immer, ich gebe zu viel. Ich fühle mich auch ausgenutzt. Ich habe wirklich das gegeben, was ich konnte. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Du könntest ja auch sagen, Katja, ich weiß nicht, wie lange ich auf ihn warte oder auf sie. Ich habe hier nicht mehr diese Geduld. Diese Geduld geht aus. Ja, natürlicherweise die Mäßigkeit gibt hier Geduld. Man sollte essere paziente, sei dir geduldig. Aber weißt du, wie lange bist du dir geduldig? Wie lange wartest du noch auf diese Person? Das ist die große Frage, die ich dir stelle, liebe Schütze, weil ich weiß ja nicht, ich habe hier so ein großes Gefühl, man ist irgendwo verheddert in einer Situation und man kommt nicht leicht raus. Man sollte aber rauskommen, damit man glücklich wird. Weil man sollte sich hier auch entscheiden. Vielleicht ist es auch so, dass es erstmal so freundschaftlich bewirken kann. Ja, dass erstmal diese Freundschaft da ist und nichts anderes. Aber später könnte hier wirklich mehr als Freundschaft werden. Verstehst du das? Cambiamenti in arrivo, wie ich ja gesagt habe, Veränderungen und noch il vero amore, die wahre Liebe. Manchmal entsteht alles aus Freundschaft. Vieles entsteht freundschaftlich. Vieles, ganz, ganz viel, ja. Man trifft sich, man redet miteinander, man muss ja nicht immer sofort, also viele Menschen, ja, es kommt immer drauf an, ja. Man hat diese Anziehungskraft, stimmt, es gibt Menschen, die wirklich sich nicht, ja, widerstehen können. Aber es gibt nicht nur der Sex, ja. Man kann auch von anderen Dingen reden. Und ich finde es wichtig, fundamental, ja, dass man miteinander spricht. Dass man Gemeinsamkeiten hat. Was bringt es dir, wenn du mit einem Menschen nur Sex hast und dann stimmt das andere nicht? Mit dieser Person kannst du nicht mal reden, kannst du dich nicht mal unterhalten, weil ihm oder ihr die Intelligenz fehlt. Oder alles, alles, sagen wir mal alles, die sieht gut aus, der sieht gut aus, hat wirklich, wow, okay? Und das ist ja immer, viele Menschen denken das auch von schönen Menschen, ja?
dass diese Menschen das haben können. Aber nicht alle Menschen sind gleich, ja. Also es gibt schöne Menschen, die wirklich perfekt aussehen, eine gute Ausstrahlung haben, alles stimmt und können auch sehr gut reden, ja. Okay? Also es hat nichts mit dem Aussehen zu tun, sondern was findest du in diesem Mann oder in dieser Frau? Was tönt dich an? Was verbindet dich zu dieser Person? Weil es kann gut sein, manchmal ist es nur Sexualität und manchmal ist das mental. Also ich finde es wichtig, dass man mental sich auch mit einer Person approchare tut, also verbinden tut. Dass du sagst, okay, mit dieser Person verstehe ich mich gut. Wenn jetzt mal der Sex nicht da wäre, stell dir mal vor, es geht nicht oder es gibt Komplikationen, ja? Und ich denke, ihr könnt das nicht hier tun, ja? Ihr redet miteinander. Vielleicht wirklich ist es so, man hat diese große Sehnsucht, ja? Wenn das hier irgendwie eine Fernbeziehung ist oder man kann nicht zusammen sein. Manchmal ist es auch so, man ist gebunden an einem Ort. Stell dir mal vor, die andere Person ist gebunden an einem Ort und möchte sich nicht entfernen. Das ist ja das Problem. Ja, ich liebe meine Stadt. Ich liebe mein Land. Ja, aber wenn du eine Beziehung führen solltest, dann solltest du dir auch durch den Kopf gehen lassen, wie sollen wir das tun? Und wenn er beruflich oder sie beruflich schon etwas hat, eine gute Position, und du dafür nicht, dann ist es doch nicht schlimm, wenn du jetzt das zurücklässt. Verstehst du, was ich meine? Wir opfern alle etwas. Opfern sollten wir alle etwas, okay? Ohne Opfer gehen geht gar nichts, ja? Jeder von uns opfert immer im Leben etwas, ja? Und hier, um das weiter zu machen oder das weiter diese Beziehung zu bringen, sollte man etwas opfern können, ja? Auch wenn das schwer fällt, okay? Wie gesagt, entweder ist es hier so eine Situation, indem man ihr sagt, okay, es ist eine Dreiecksbeziehung, das ist ein bisschen kompliziert. Sind mehrere Menschen beteiligt, aber das ist nicht die Lösung. Diese Dreiecksbeziehungen sind nicht die Lösungen, ja? Man sollte so schnell wie möglich aus dieser Situation rauskommen, ja? Vielleicht gibt es zwei Frauen, zwei Männer, die dich gleichzeitig interessieren. Mit einem bist du eher körperlich angezogen, weil ich habe ja auch das Gefühl bei dir, liebe Schütze, dass körperlich diese Anziehungskraft da ist. Ja, dass es auch stimmen sollte. Natürlicherweise muss es stimmen, ja, bei Feuerelemente sowieso. Ja, ohne das, viele sehen das so, ja, aber ohne das funktioniert auch eine Beziehung nicht. Aber es gibt nicht nur das, ja. Und ich habe hier gesehen, qui c'è l'amore vero, hier ist doch die wahre Liebe. Aber ich habe das Gefühl, einer von euch zwei fällt das schwer, das andere zurückzulassen. Was es ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ob das jetzt so beruflich die Stadt selber ist, Labiende, weißt du, wo du wohnst, die Familie, ah, ich bin mit meiner Familie, das ist so gemütlich, das fällt mir schwer, meine Mama, mein Daddy, weißt du, es kommt immer drauf an. Du kreierst dann selber deine Familie. Also diese Menschen, die denken, dass sie für immer und ewig mit den Eltern zusammenleben, das ist nicht gut. Du kreierst selber deine Familie, du hast selber eine Mission, ja? Das könnte aber auch gut sein, wie gesagt. Du hast schon Familie, du hast schon einen Mann, du hast schon eine Frau, du hast Kinder und es fällt dir schwer. Aber dann hättest du nicht diese Beziehung anfangen sollen. Weißt du, was ich meine? Also, man sollte schon überlegen, bevor man handelt. Okay? Also, man sollte nicht den anderen irgendwie eine Hoffnung geben, die dann nicht existiert. Also, das ist schon ein bisschen kompliziert, ja, dass hier vielleicht jemand es nicht erlaubt, für sich selbst glücklich zu sein, weil du tust es dir hier selber nicht erlauben. Verstehst du das? Weil du könntest hier wirklich mehr verlangen, du könntest hier mehr tun, aber irgendwie kommt das nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das hier der Mann oder die Frau ist, dem es schwerfällt. Okay? Du setzt das natürlicherweise um. Okay, machen wir weiter. Für die männliche Energie. Du nimmst mir auf. Ja, du nimmst mir auf. Okay. Für die männliche Energie. Für die männliche Energie. Mal schauen, ja, wo die männliche Energie sich befindet. Wow, Licht. Che meraviglia, Liebe. Das ist wunderschön. Was tut ihr denn alle hier in diese Legungen? Hä? Ich habe hier lauter erleuchtete Personen, die hier sich diese Videos anhören, ja. Das ist schön, das ist wirklich schön. Das gefällt mir, das ist toll. Oh, ich krieg richtig Gänsehaut. Siehst du das nochmal, Gänsehaut? Ja, das gefällt mir. Die männliche Energie ist wirklich wach. Die männliche Energie ist in seiner Lichtseite. Genauso hast du diese Person angezogen.
Ich sage ja immer, wir ziehen das an, was wir sind. Ja, es gibt manchmal auch Menschen, ja, die noch dabei sind zu arbeiten, ja, aber die können auch Menschen anziehen, die in einer höheren Frequenz sind, weil sie gerade arbeiten an sich, ja, das gibt. Aber wenn du nicht an dir arbeitest und wenn du immer noch glaubst, dass die Welt so herrscht, wie du aufgewachsen bist mit deiner Programmierung, wirst du immer Personen anziehen, die immer das Falsche bringen in deinem Leben. Also quasi immer dieses falsche Muster. Ich ziehe Menschen an, die respektlos sind. Ich ziehe Menschen an, die mir wehtun. Ich ziehe Menschen an, die mich anlügen. Weißt du, etc. und etc. Also immer an sich zu arbeiten, ist das wichtigste Punkt. Ja? Okay, machen wir weiter. Also ich brauche da jetzt nichts Großartiges zu sagen. Liebe sagt schon alles. Das ist diese unendliche Liebe. Ja, das ist keine Liebe, indem du sagst, oh, ich gebe jetzt ihm etwas, damit er mir etwas gibt. Nee, das ist ja eine gesunde Beziehung. Ja, das ist eine gesunde Liebe. Man kommt hier zurecht mit den anderen. Ja, man hat hier Grenzen gesetzt zu den anderen. Man weiß hier ganz genau, was man will in dieser Lichtkarte. Okay, sehr, sehr schön. Jetzt beschreibe ich hier deine Energie, quasi deine Persönlichkeit auch. Das kommt immer darauf an, was die Karten uns geben. Und es kann auch gut sein, ich beschreibe hier die Kontrapart, ja? Wow. Ich bin schockiert. Wow, du bist hier mit deinem Ich. Du bist mit deiner Aktivation. Guck mal, ich kriege Gänsehaut überall. Lieber Schützelein, das freut mich sehr für dich, ja? Also, das ist toll. Das ist toll, weil es ist klar, ich arbeite auch an mir und natürlicherweise ziehe ich diese Personen an, ja. Bis jetzt, da bin ich echt froh, ziehe ich immer Personen an, die in meiner Frequenz auch vibrieren, ja, die wirklich auch sehr weit sind, die auch, ja, in diesem Human-Design, ganz viele. Ich habe jetzt zurzeit 3 oder 4 Projektoren angezogen, die das nicht wussten, aber jedes Mal ge sich gefragt haben, wo ist denn mein Zuhause? Wo bin ich denn? Und dann tatsächlich, okay, ich bin das. Oder manifestierende Generatoren, die auch wissen wollen, für was habe ich diese Energie? Wo sollte ich mich jetzt konzentrieren? Weil diese manifestierende Generatoren sind dazu da, um diese Welt auch zu verbessern. Ja, die haben ein Potenzial und den sollte man ausnutzen. Wie das Wort schon sagt, sie manifestieren. Ja, wow, und du bist hier voll wach. Ja, wow, wunderschön, toll, das freut mich hier. Mercurio, Kommunikation, eine sehr arg Kommunikation zwischen dir und die andere Person. Ich sag doch, ich habe das Gefühl, dass ihr hier das einzigste Weg habt, ja, über diese Flasche, das ist metaphorisch gemeint, über Internet, über Telefon, weil ihr euch nicht sehen könnt. Ja, vielleicht ist es gerade am Anfang, du hast jemanden beim Chatten kennengelernt, hast ihn gesehen, bitte betätige auch die Kamera, dass du auch weißt, dass es er ist oder sie, ja, weil ich würde da mir ein bisschen Angst machen, ja, also ich bevorzuge nicht diese Richtungsweise, ja, für mich sollte man sich sehen, man sollte diese Person sehen, aber wenn du nicht die Angelegenheit hast, ja, l'opportunità, dann solltest du mindestens mal die Kamera anmachen, dass du auch siehst, wer ist hinter dieser Kamera, ja, also Travel, schon wieder Reise. Mercurio, das ist ja klar, du hast hier Jungfrau und Zwillinge und das ist wieder diese Kommunikation. Eine Person, die auch sehr intelligent ist, ja. Wow. Wow, spaccatutto. Ich sag schon, das macht hier alles. Also, ich bin da wirklich baff. Du hast hier deine weibliche Seite aktiviert. Du bist sehr feminin, auch in dieser männlichen Energie. Alles ist hier vorhanden. Alles ist am rechten Fleck. Kompliment, lieber Schütze. Ob du jetzt Frau oder Mann bist, auf welche Seite du dich wendest, du hast hier eine perfekte, wirklich. Natürlicherweise, jeder hat Macken. Okay, das bedeutet jetzt nicht, dass du hier perfekt bist, dass du hier der Beste bist. Nein, aber du hast hier wirklich eine schöne, perfekte Legung. Du weißt hier ganz genau, wo du bist. Du weißt hier, wo deine Grenzen sind und du arbeitest dran. Ja, diese Menschen wissen ganz genau, ich brauche nicht den Finger auf andere zu zeigen, weil ich weiß, dass ich mich verbessern sollte und nicht die andere verbessern. Ja. Ich kann nicht die anderen verbessern. Ich sollte erst mich verbessern. Und dann funktioniert der Rest. Also das Rest quasi, ja? Okay, machen wir weiter. Wow, sehr, sehr schön. Schauen wir uns jetzt mal die Liebessituation an, ja, mit den Message, Gefühle, Emotionen. Das kann aber auch gut sein. Wir sehen hier einfach die Dynamik, was gerade abgeht. Also hier habe ich das Gefühl gehabt, hier ist diese Distanzierung, aber hier genauso. Mit dieser Message, Kommunikation, non mi sento alla tua altezza, also die männliche Energie,
hat hier vielleicht auch ein bisschen weniger Selbstvertrauen. Arbeite daran, ja? Arbeite mal ein bisschen an dein Selbstvertrauen. Das ist wie wenn hier einer, das kann aber auch gut sein, die Frau könnte das denken, ich fühle mich nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob ich ihm das Wasser reichen kann oder ob ich ihr das Wasser reichen kann, ja? Das ist ja klar, das ist bei der männlichen Seite rausgekommen. Weißt du, manchmal sind diese ganze Komplexe wegen dieses Ganze, was wir draußen sehen, ja? Also achtet nicht draußen, wie die Menschen sind. Weißt du, heutzutage, das ist ja auch eine Sache, ich erschrecke mich selber. Ja? Wenn ich ja private Legungen mache, sage ich immer zu meinen Kunden, bitte schickt mir ein Foto ohne Filter. Ich bekomme Bilder mit Filter, mit Make-up, richtig viel Make-up, ja. Und da kann ich das nicht sehen. Das ist wie wenn das verschwindet. Irgendwie, weißt du, du machst ja Schichten auf deine Aura, ja. Und ich sehe nicht richtig. Und dann plötzlich erschrecke ich mich auch ein bisschen, weil die Person ändert sich, ja. Also lieber zeige ich mich so. Also ich bin eine Person wirklich, die so natürlich, wie es geht, ist, ja. Weil dann sieht man mich, wie ich bin, ja. Ob ich jetzt so oder so bin. Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters, okay. Aber trotzdem solltest du dich nicht weniger gut fühlen, weil die anderen, weißt du, du weißt ja nicht, wie die Stars oder da draußen, wie die Menschen überhaupt sind in Wirklichkeit, weil es gibt Filter, es gibt Schminke, die Männer schminken sich heutzutage auch. Also das ist wirklich, achte eher auf dich, achte auf deine innerliche Schönheit, weil das macht schon viel aus. Bei uns sagt man, come c'è la faccia, c'è il cuore. Wie das Gesicht ist, ist sein Herz. Und wenn du ein gutes Herz hast, hast du auch ein gutes Gesicht. Egal, ob du jetzt nicht perfekt bist. Ja, jeder hat Macken, okay? Jeder von uns, nobody is perfect. Es gibt immer etwas, was wir nicht mögen an uns, ja? Aber trotzdem solltest du an dir hier glauben. Du solltest selbstbewusster sein. Und ich kenne ganz viele Menschen, die das nicht sind. Ja, ganz viele. Am Anfang, ja, wo ich angefangen habe mit dieser Spiritualität, man hört es immer wieder von anderen. Du bist schön, du bist perfekt. Die Menschen sagen es dir, aber du denkst das selber nicht. Ja, ich war auch so ein Mensch. Ja, die anderen haben das mir gesagt, aber ich habe das nicht gefühlt. Und dann irgendwann mal habe ich das auch erkannt. Ja, sondern du musst es selber sehen. Ja, du solltest das nicht von anderen hören. Und wenn du jetzt das machst, dass du jetzt vielleicht sagst, okay, ich lasse jetzt mir meine Brüste vergrößern oder ich lasse meine Nase ein bisschen tun, ja, das ist deine Sache. Aber du solltest das nicht tun, weil es jemand anders gesagt hat. Verstehst du das? Du solltest das für dich tun, nicht weil die anderen dich so sehen oder die anderen sagen, hey, guck mal, die hat ja gar keine Oberweite oder die ist so oder. Jeder Mensch ist unterschiedlich, ja. Das kommt wirklich drauf an, ob du dich liebst. Das ist das Ganze. Das ist die Geschichte drumherum, ja. Ob du glücklich bist mit dir selbst. Und hier hat jemand Komplexe, ja. Also, lieber Schützelein, glaub an dir. Auch wenn du jetzt in dieser Lichtkarte bist, du hast hier alles aktiviert. Aber irgendetwas, ja, gibt's noch. Siehst du, Kleinigkeiten gibt es immer. Hier wird auch jemand spioniert. Entweder spionierst du hier, was er tut, oder tatsächlich du wirst spioniert. Okay? Ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, du setzt das um. Okay? Das ist wichtig, diese Kontrolle im Internet. Okay? Ich gucke, was hier die Frau macht. Ich gucke hier, was der Mann macht. Ja? Tu hai sbagliato. Hier wird jemand sogar beschuldigt. Warte mal, das Gefühl nochmal. Non era mia intenzione quella di ferirti. Hier hat jemand dir wehgetan. Entweder hat die männliche Energie hier die Frau wehgetan oder gerade andersrum. Aber hier sagt jemand, das war nicht meine Intention. Ich wollte dir nicht wehtun. Weißt du, aber passiert ist passiert. Manchmal kann man nicht die Fehler wieder rückgängig machen, aber man kann sie zugeben. Das ist schon mal schön, wenn jemand sie zugibt, okay? Ich finde es wirklich korrekt, zuzugeben, was man gemacht hat, okay? Es gibt Menschen, die leugnen immer noch. Die sagen, nee, ich war doch immer korrekt. Was habe ich denn gemacht? Die sehen immer den Fehler an den anderen, ja? Also, du hast hier den Fehler gemacht, du hast sbagliato. Die Frau beschuldigt hier jemand, also diese Frau, das kann aber auch gut sein, du als Mann, du gibst hier jemanden die Schuld, ja? Das kommt immer drauf an. Aber wie gesagt, hier ist sich auch jemand unsicher. Das kann gut sein, du hast wirklich diese Person im Internet kennengelernt. Und du hast hier ein bisschen Angst. Kann ich dieser Person gefallen? Oder kann ich dieser Person alles anbieten? Also, hier sind auch ein bisschen Komplexe bei der männlichen Seite, ja? Also das kann aber auch gut sein, du fühlst dich irgendwie erniedrigt durch ihn, dass du jetzt denkst, dass du ihm nicht reichen kannst.
Ja, also viele Frauen denken das auch jedes Mal, ja. Aber das Allerwichtigste ist wirklich, stimmt alles andere? Liebt ihr euch? Sind die Gefühle da? Wie ist diese Sexualität zwischen euch zwei? Man merkt es ja auch, ja, wenn der Mann nicht genommen ist von der Frau, das ist ja auch so eine Sache. Oder man merkt es auch gleich, wenn ein Mann nur das eine sucht. Ja, also wir Frauen, wir sollten einfach auch mal ein bisschen wacher sein, ja, merken, was will denn überhaupt dieser Mann? Also man merkt schon, wenn ein Mann auch ernst ist. Du merkst das richtig, ja. Du merkst es an seinen Blicke. Du merkst es an den Reden, was er tut. Du merkst es auch, viele Männer haben auch Ticks. Also, falls dir das weiterhelfen kann, viele Männer haben auch Ticks, wenn sie lügen, aber auch Frauen, ja, dann sind sie komisch. Ja, irgendetwas, sobald sie lügen, merkst du das an der Mimik. Ja, achte mal darauf. Also, das ist auch ein Thema, das ich auch ein bisschen gelernt habe, ja, mit der Mimik. Die Mimik sagt sehr viel aus. Ja, es gibt Menschen, die können dich gar nicht ins Gesicht anschauen, wenn sie lügen. Sobald sie lügen, schauen sie mal auf den Boden, ja, immer. Und dann gibt es Menschen, boah, die sind am brutalsten. Die sind wirklich, solche Menschen gibt es auch. Da habe ich auch welche kennengelernt. Frauen vor allem, Frauen, ja, die schauen dir direkt in die Augen und lügen dich an. Da denke ich mir, wow, wie kann das sein? Aber die machen das, ja. Die haben il coraggio, diesen Mut. Hut ab, sage ich immer, wie die drauf sind, ja. Okay. Lieber Schützelein, für dich, mal schauen, was Cupido hier uns preisgibt. Also hier wird jemand spioniert. Selber könntest du hier auch spionieren. Was die Kontrapart macht, mich interessiert das. Ich bin eher still, ich beobachte. Peccato non sentire la tua voce. Also entweder hast du hier mit deinem Ex zu tun und du hast schon längst abgeschlossen, wie ich ja gesagt habe. Du befreist dich ja von einem Ex, weil hier sagt jemand, Peccato, es tut mir leid. Es ist schade, dass ich deine Stimme nicht höre. Oder ihr habt hier auch einen Streit gehabt. Ja? Und ihr habt euch vielleicht hier distanziert. Okay? Weil du vielleicht zu viel gegeben hast. Du hast die Sestangata. Du warst müde, hier die dritte Person zu sein. Ja, wenn du jetzt eine Frau bist und du sagst tatsächlich, weißt du Katja, ich habe mich immer das dritte Rad gefühlt. Wieso sollte ich das dritte Rad spielen? Ich will das nicht mehr. Cingondrema morimi appuntamento. Hier ist eine Begegnung. Ihr werdet euch treffen. Vielleicht kommt er wirklich von seiner Tarnung raus. Von seiner Höhle, sag ich. Weißt du, da lasso grotta. Lui esce wie der Eremit. Der Eremit kommt raus von dieser Höhle. Der sucht ja nach sich. Also entweder wird hier eine Begegnung stattfinden. Ihr habt euch hier wirklich einen Termin euch gegeben. Ihr seht euch. Ihr habt hier etwas abgemacht. Das könnte auch gut sein im Urlaub. Oder du fährst zu ihm, er fährt zu dir. Bitte setze es um. Hier wird eine Begegnung stattfinden. Also ihr werdet euch sehen. Ihr habt hier etwas ausgemacht. Vielleicht ist es auch so, ihr habt es schon länger ausgemacht. Ihr habt euch gestritten. Okay? Aber trotzdem werdet ihr dieses Appuntamento, dieses Termin, ja, in dem ihr sagt, wir haben etwas ausgemacht, werden wir uns treffen. Okay? Das ist mir wichtig. Also ihr werdet hier einander sehen. Die trovano nelle poesie romantici. Also diese Person ist sehr romantisch. Und immer wieder findet er dich in diese Lieder, auch könnten auch Lieder sein, aber meistens immer in Gedichte. Also diese Person könnte hier sehr romantisch sein und auch sehr viel lesen. Das ist jemand, Ecolto. Das ist jemand, der hier schon liest, der sehr kulturell ist. Sagen wir mal so, ja? Also, falls du jetzt sagst, Katja, ich weiß, einer davon ist mein Ex, könnte gut sein, weil hier stimmt etwas nicht. Ich sag doch, hier ist so ein bisschen durcheinander die Energie, ja? Wir haben hier eine Energie, die genau weiß, was sie will. Eine Energie, die richtig wachsam ist. Und dann gleichzeitig haben wir eine Energie, die unsicher ist, okay? Und eine Energie, die auch sagt, ich vermisse deine Stimme, ich vermisse dich. Und dann haben wir nochmal eine Karte, das ist ein bisschen kompliziert. Weißt du, manchmal sind es auch diese Beziehungen mit diesem Dreieck, in dem man sagt, on, off. Okay, einmal bin ich da, einmal bin ich nicht da. Ja, ich möchte nicht. Weißt du, da kommt man durcheinander. Da weiß man ja wirklich, ich würde hier wirklich sagen, wo ist überhaupt der Anhang bei solchen Dreiecksbeziehungen? Wo versteht man überhaupt etwas? Weil es ist ein Mensch um zwei Personen. Ob die Frauen oder Männer, das spielt gar keine Rolle. Und du hast hier, das ist wie wenn du sagst, ich habe zwei Paar Schuhe. Du kannst doch nicht zwei Paar Schuhe anziehen.
Hallo, das geht nicht. Oder du kannst nicht sagen, ich ziehe einen Schuh von dem und einen Schuh von dem. Wie sieht es denn aus? Und genauso ist es im realen Leben. Verstehst du, das ist es metaphorisch gemeint. Liebe Schütze, nee. Also ich habe hier das Gefühl, entweder haben wir hier einen Ex, der hier eine große Rolle spielt, oder tatsächlich hast du dich verstritten. Oder es gab Komplikationen mit dieser Person, ja? Gar nicht einfach. Okay, mit den Tarotkarten schauen wir uns die Situation an. Du nimmst mir hier auf. Ja, zum Glück. Es ist schon wieder vergessen. Ich rede, rede und dann vergesse ich in die Kamera reinzuschauen. Das ist so eine Sache, ja? Für dich, lieber Schütze, im Kollektiven. Der Magier. Jemand, der sehr gut manifestieren kann. Jemand, der ein Potenzial hat. Jemand, der sagt, hier kommt etwas auf mich zu, ich freue mich. Ich weiß, dass diese Person auf mich zukommen wird. Also hier ist, er ist sicher, er ist glücklich, ja. Er weiß, dass diese Person, diese Kommunikation hier besteht. Ja, ihr werdet hier euch treffen. Auch wenn diese Person momentan blockiert sein könnte, die Lösung wird kommen. Diese Person wird sich hier, das Blockade. Wird diese Blockade lösen. Diese Person wird hier, auf jeden Fall, hier ist jemand sehr sicher. Hier ist jemand im Vertrauen. Okay? Was ich mir hier vorstellen könnte, ist, dass jemand noch gebunden ist. Okay? Aber ich sage mal so, da wo ein Wille ist, ist ein Weg und da wo die wahre Liebe ist, ist auch die Beziehung. Alles ist am richtigen Platz. Das könnte wirklich, ihr habt hier wirklich auch wieder großen Arkanen, okay? Hier hast du sogar zwei großen Arkane an der männlichen Seite. Und ich sehe hier ganz genau, das könnte gut sein, dass es wirklich eine spezielle Verbindung ist zwischen euch zwei. Es verbindet euch viel, viel mehr, auch wenn diese Person verbunden ist schon oder diese Person auch verheiratet ist. Ihr seid hier füreinander bestimmt. Ja? Und ihr werdet hier aus dieser Situation rauskommen, auch wenn es momentan ist diese Blockade da. Das ist wie wenn diese Person sagt, ich weiß nicht, wie ich das Ganze von diesem Blockade mich lösen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze beherrschen sollte. Doch, es wird passieren. Du wirst das schaffen. Du wirst hier das Richtige manifestieren können. Verstehst du das? Du wirst hier die richtige Person in deinem Leben anziehen. Du hast schon die richtige Person angezogen. Hier stimmt alles, ja? Auch wenn es momentan nach so einer Blockade ist oder momentan ist es so, wie wenn man nicht rauskommt. Man wird rauskommen. Hab die Fede, hab Vertrauen. Verstehst du das? Hab Vertrauen, hab Glauben an diese Situation, weil irgendwie seid ihr füreinander wirklich bestimmt. Ihr seid gebunden, das ist eine spezielle Verbindung, die ihr habt. Okay? Und das Ganze wird hier überwindet. Es ist immer so, ja? Wenn man sich angezogen fühlt von einer Person, ja, und man sagt, ich spüre schon, dass es mit dieser Person nicht dasselbe ist wie anderen, dann ist es eine spezielle Verbindung. Ihr liegt richtig, habt ein bisschen Vertrauen, ja. Das ist wichtig. Viele Menschen vertrauen nicht. Non hanno la fede. Weißt du, das hat nichts mit Religion zu tun. Hier, Entschuldigung, das hat nichts mit Religion zu tun. Den Vertrauen solltest du immer haben. Den Glauben, ja, la fiducia. Das Glauben, die Treue an dich selbst, dass du das schaffen kannst, ja, dass du das packen kannst, weil das ist nicht irgendeine Liebe, sondern das ist diese Liebe. Das ist diese Liebe, okay? So, was ist es für eine Verbindung zwischen dir und dieser Person? Ob Frau oder Mann, das spielt gar keine Rolle. Ihr könnt ja auch Frau zu Frau sein, Mann zu Mann. Das sage ich immer wieder. Unsicherheit. Im Augenblick kann ich unsere Liebe noch nicht öffentlich machen. Shit. Shit, shit, blockiert. Was ich ja gesagt habe, momentan, ja, ich kriege sogar Gänsehaut. Momentan ist es nur, ja. Bitte gib mir da noch etwas Zeit. Gib ihm Zeit, Vergebung. Auf Seeleebene haben wir uns bereits vergeben. Ich denke mal, das ist eine ganz andere Situation. Natürlicherweise siehst du, das sind die gleichen Farben. Hier geht es dreht sich ja alles um diese Situation. Aber ich habe das Gefühl, es gibt ja auch noch ein Ex. Da man noch nicht abgeschlossen hat, ja, und darum geht es. Die Zeit wird zeigen, wie es mit uns weitergehen wird. Im Augenblick benötigen wir etwas Abstand voneinander. Also ihr habt hier Abstand. Ihr seid hier noch nicht, oder ihr wart ein Pärchen. Es kann aber auch gut sein, dass ihr euch getrennt habt. Okay? Jeder ist hier seinen Weg gegangen. Vielleicht könnte er hier eine wichtige Reise führen oder du führst hier eine richtige Reise. Du findest dich wieder in dieser Situation. Aber warte ab.
diese Person wird schon wieder kommen. Ich habe das große Gefühl, dass ihr hier euch wiedersehen werdet. Okay? Das Ganze wird hier un lieto fine. Wie sagt man das? Ein gutes Ende haben. Eine gute Biegung bekommen. Ja, weil wenn das wahre Liebe ist, dann siegt die wahre Liebe. Natürlicherweise. Ja, auch wenn er oder sie schon in einer Beziehung ist. Das spielt gar keine Rolle. Er kann in einer Beziehung oder sie kann in einer Beziehung sein, so wie sie will. Aber wenn das wahre Liebe ist, wenn diese zwei Personen zusammengehören, gehören sie zusammen. Ja, nichts kann sie auseinanderbringen. Mit welchen Sternzeichen hast du zu tun? Oder Aszendent, Mond oder Venus sogar, ja? Mal schauen, da bin ich jetzt mal gespannt. Libra, Waage. Bäche, Fische. Jupiter, auch Schütze. Schütze zu Schütze und Skorpione. Skorpion, ja? Also wenn du jetzt sagst, das könnte hier meine Legung sein, dann freue ich mich über ein Feedback. Ich sage es euch immer wieder. Bitte. Ihr müsst nicht, okay? Ihr solltet nicht resonieren. Das ist klar, das ist eine kollektive Legung. Ich lege hier für niemanden privat, dass ich jetzt sage, komm, ich habe dein Geburtsdatum, ich habe dein Bild. Erstens, ich arbeite mit Bild, weil ich sehr viel von der Energie lesen kann. Und zweitens, man sollte sich hier konzentrieren, auch nicht bei privaten Legungen. Das ist immer so eine Sache, lasst euch nicht auch reinlegen von den Menschen, die sagen, ich habe die hundertprozentige Wahrheit. Die hat keiner in der Hand. Das sind Tendenzen. Karten sind Tendenzen. Ja? Verlasst euch nicht immer auf diese Kartenlegungen. Mit Leichtigkeit. Ich glaube daran. Natürlicherweise habe ich sehr viel Hoffnung immer an den Karten. Ich gebe auch diesem Vertrauen. Aber ich weiß ganz genau, dass es Tendenzen sind, weil die Energien ändern sich. Und das kommt ja nicht nur von dir. Das spielt nicht nur von dir ab. Also weißt du, es gibt doch andere Menschen, die beteiligt sind in dieser Situation und andere Energien, ja, die das Ganze bewegen. Verstehst du das? Jeder von uns hat ein Schicksal. Und wenn es Schicksal ist, gewisse Dinge passieren so. Wenn es nicht so ist, dann wird es auch nicht passieren, ja? Also ich freue mich über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, liebe Schützelein. Wir sehen uns bald, ja? Mach's gut. Ciao.